Wir haben gut geschlafen. Ja, das Bett ist ein bisschen fester, aber das mag ich eigentlich ganz gerne. Zu Hause habe ich auch eine festere Matratze. Das Kissen, da sind Federn drin. Ich liebe es. Das ist, glaube ich, das erste Hotel, wo wir sind, wo wir nicht irgendwelche Synthetikquaseln in unseren Kissen haben. Das ist wie zu Hause gewesen, mein Kissen, und ich habe darauf sehr gut geschlafen. Ich war auch schlafskaputt Ja, war auf gestern. jeden Fall sehr angenehm. Ich war so müde gestern. Naja. Ja, der Morgen ist jetzt ein bisschen regnerisch, aber das soll gegen 10 eigentlich wieder Aufhören. aufgehört haben und die Sonne rauskommen. Deshalb, wir gehen jetzt erstmal frühstücken. Kratzt uns das jetzt noch Genau. nicht, ne? Erstmal ganz gechillt anfangen, frühstücken und dann sehen wir weiter. Impressionen von dem Frühstücksraum gezeigt. Jetzt, wo er Richtig leer schön. war, ist super Das schön. hat so den Charme von, also könnte ich es mir fast Titanic-mäßig vorstellen, Das oder? hast du gar nicht gesehen. Da oben stehen zwei riesen Modelle von der Titanic. Also es ist sehr mediterran und richtig schön nostalgisch gehalten, ne? Ja. Unsere Zimmer sind ja eher einfach, aber hier Genau. das ganze Interieur, der Lobby und oben im Speisesaal ist sehr, sehr schön. Auch dieser eine Tisch, ne? So Captain's Dinner-mäßig schon Ja, gedeckt. mega. Richtig schön. Naja, jedenfalls unser Tag startet jetzt. Wir werden losziehen und drüben ist so ein kleiner Flohmarkt-Markt. Wir wissen noch nicht genau, was es ist. Genau, der Da ist da beginnen wir den Tag. seit heute früh aufgebaut. Also da gehen wir jetzt erstmal hinschauen, was das ist. Und danach werden wir wieder in die Stadt reinmarschieren und die Stadt unsicher machen. Also es ist tendenziell ein Wochenmarkt, würde ich sagen. Ja. Ich liebe Märkte. Ich liebe ja überhaupt Lebensmittel. Deshalb, ich gucke mir jetzt mal alles ganz genau an. Ihr habt mal wieder das Pech, dass es leider auf YouTube keine Gerüche gibt, weil es ist so lecker. An jedem Stand riecht es irgendwie besonders. Es fängt vorne beim Lavendel an und dann geht über den Wurstgrillstand und oh, an jeder Ecke irgendein anderer geiler Duft. Mann, lecker. Ihr verpasst was. Kommt nach Prag. Ihr kennt mich, ich kann nicht anders. Jetzt mittendrin statt nur dabei vor der großen Uhr. Und wir haben gerade spektakulär 30 Sekunden ein, ja, wie man es nennen, ein Puppenspiel. Der Tod hat am Glöckchen geklingelt und alle kamen raus. Es regnet leider immer noch so ein bisschen. Ich hoffe, das wird gleich besser. Wir haben gesehen, da oben in dem Turm, da stehen Leute. Da könnte man eventuell hoch. Wir schauen mal, oder Schatz? Wir gucken mal. Es kommt immer drauf an, was das kostet. Ich bin ein bisschen Genau. geizig für Treppensteigen. Ja, und vor allem, wir sind ja zu zweit. Wir müssen es dann doppelt ausgeben. Deshalb. Und heute ist das Wetter eh nicht so geil. Ob sich so ein Ausblick dann lohnt, wir werden sehen. Na? Jetzt geht es erstmal weiter. Wir fahren jetzt ein Stückchen U-Bahn, weil sonst weil wir es laufen. einfach auch können, Leute. Ja, Ja? wir sind gestern halt auch 18 Kilometer gelaufen.
das muss heute nicht unbedingt sein. Ja, es regnet auch immer noch, deshalb. Ja, ist eigentlich nur so Fiesel, aber trotzdem. Naja, schauen wir mal, wie die U-Bahn ist. Die U-Bahnhöfe hier, sie sind so weitläufig. Also ich habe fast das Gefühl, wir hätten auch hinlaufen können zur nächsten Station. So viel wie jetzt hier in dem U-Bahnhof rumlaufen. Krass. Ja, ich würde mal sagen, hier ist irgendwas verkehrt an dem Gaul. Aber keine Ahnung. Ja, das ist eins der Highlights, die wir auch finden wollten. Eins der Highlights? Ja, tatsächlich habe ich das vorher schon gesehen. Ich wusste jetzt nicht mehr genau wo. Und eben sind wir hier reingekommen. Ich so, wow, da ist das, ja, das ist das Ding mit dem Ding, habe genau. ich gesagt. Originalwortlaut. Ah, da ist das Ding mit dem Ding. Ja, Wetter sieht inzwischen auch ein bisschen besser aus. Es regnet gar nicht. Genau. Mag aber auch daran liegen, dass wir in einer Passage sind und dass wir überdacht sind. Aber ja, eigentlich suchen wir so einen Rooftop. Ja. Das muss hier auch irgendwo so sein, aber wir haben es noch nicht gefunden und das ist nicht der richtige Spot. Nein. Hinter uns erhebt sich der Turm von Karlchens Brücke, also Karlsbrücke. Die Karlsbrücke, genau, hier der Anfang. Und hier sind auch die allermeisten Touristen, die wir bis jetzt gesehen haben. Ne? Ja, also es sei denn, da vor der Uhr waren auch so viele Touristen. Genau, aber wenn man das mal vergleicht, also die müssen hier wirklich alle laufen, weil die U-Bahn, ihr habt das gesehen, die ist ja leer quasi. Naja, jetzt wollen wir mal schauen, ja. Weil es könnte sein, dass man da oben drauf kann. Da wollen wir dann hin und dann wollen wir natürlich auch einmal auf die Brücke drauf. Karlsbrücke, ja, ganz schön viel los hier, aber ja, ihr seht, die Sonne kommt raus. Boah, also wir haben so richtig schön. Glück. Und es ist auch gleich viel, viel wärmer, wenn die Sonne scheint, weil ja. Es war vorhin so im Schatten doch echt scheiße geil. Ja, vor allem, wenn der Wind so bläst. Oh, stopp, Schatz, schau, da ja? ist das berühmte Gitter. Oh Gott, das Gitter. Da müssen Gitter. Wir einen kurzen Stopp halten. Na dann. Und mal schauen. Normalerweise packt man das Ding an und streichelt da dran rum, aber naja, vielleicht nicht gerade jetzt. Nicht gerade die richtige Zeit, um nein. Sachen anzufassen, die viele, 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 viele Menschen angefasst nein. haben, nicht wahr? Was haben wir schon wieder eine Menge hinter uns gebracht an Kilometern? Ja, und kommt mir nie so viel vor, aber es sind dann doch immer ein paar. Ne? Ja, ich bin mal gespannt, wie viel es dann letztendlich sind, wenn wir heute Abend dann ins Bett gehen, also nach dem Essen und so. Wir werden euch da auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. Es wird weniger sein als gestern. Ja, wahrscheinlich, weil wir heute ja U-Bahn gefahren sind und Tram gefahren sind. Wir waren total elektrifiziert unterwegs. Ja, und jetzt machen wir uns mal ins Hotel, machen ein kurzes Päuschen, bevor es dann zum Abendessen geht, damit wir dann überhaupt noch Energie haben, um uns bis zum Essen zu schleppen. Ja. Ich muss die ganze Zeit hier vorne auf ein Café gucken, das steht Café Lippert. Und ich habe vorhin schon gesagt, so jetzt weiß ich endlich, was Wolfgang Lippert jetzt macht. Er hat ein Café in Prag. Wolfgang Lippert, schon ewig nicht mehr gesehen. Ja eben. Weil er hier ist. Eben. Lass uns mal durchs Fensterchen schauen.
Nach der Pause ist vor dem Essen. Genau, und wir gehen jetzt in das nächste ganz wunderbare tschechische Restaurant. U Christiana. Okay. Heißt es. Das andere gestern hatte einen ganz unaussprechlichen Namen, den ich jetzt nicht mehr weiß. Ja, es war alles einen unaussprechlichen Namen. Ja, ich finde, tschechisch ist schwierig. Also ich finde es schwierig auszusprechen, weil da sind, ich finde es halt einfach schwierig. Man muss es vielleicht einfach üben, aber das Essen ist sehr, sehr lecker hier. Ja. Muss man sagen. Deshalb gehen wir jetzt essen. Prösterchen. Wir sind jetzt angekommen im Restaurant und es ist ja immer so ein bisschen, so ein Überraschungspaket, was man bestellt. Ich weiß jetzt noch nicht hundertprozentig, was ich bekomme. Die Bedienung hat einfach nur gesagt, trust me. Ich so, okay. Und Angie, du? Prost. Ich weiß schon, was ich bekomme, so einigermaßen jedenfalls. Du weißt auch, was du bekommst. Du hast einen Riesenschnitzel bestellt. Er weiß nur nicht, welche Soße er kriegt. Deshalb. Die haben es hier nicht so mit braunen Soßen. Die sind meistens ein bisschen hell, da steht er nicht so drauf. Aber ich hatte gestern eine Pfeffersoße, die fand er auch toll. Die wäre auch etwas heller gewesen. Werden sehen, was das ist. Werden wir. Und es wird lecker sein, ich bin mir ganz sicher. Das war mal eine richtig geile Portion. Ja, das war wieder sehr, sehr lecker. Also bisschen anders, ne? Ja, wie gesagt, also das, was ich bestellt hatte, war ja eigentlich ein Schnitzel. Ich habe jetzt ein Schweinesteak bekommen. Aber fettes. So geil. Aber genial gebraten. Ja, also super. Es war genau richtig. Das war saftig, einen ganzen Hauch rosa, aber genauso wie es sein darf bei Schwein. Super gut gebraten. Lecker. Mit Klößen und Soße und die Bohnen haben wir uns geteilt. Es war auch ein großer, großer Teller, den ich da dabei hatte. Meine Bratkartoffeln habe ich gar nicht geschafft. Also das war wirklich viel. Und umgerechnet mit Trinkgeld haben wir jetzt 27 Euro oder so bezahlt. Also ein Ticken mehr, aber ich hatte jetzt auch Steak, das ist ein bisschen teurer gewesen. Außerdem haben wir noch so viel Geld, was wir ausgeben müssen. Das werden wir gar nicht schaffen. Nicht generell, aber... Jetzt mal ohne Mist. Wir haben jetzt noch Geld übrig und umgewechselt. Wenn wir das jetzt wirklich noch alles ausgeben, was wir gewechselt haben, dann hat jeder von uns 70 Euro ausgegeben das ganze Wochenende. Und das Geld ist noch nicht ausgegeben. Nee. Also wir haben noch... Wir geben uns aber noch Mühe. Weil wir haben noch 30 Euro quasi übrig, die wir noch ausgeben könnten, umgerechnet. Ne? Nee. Wir werden jetzt auf jeden Fall nochmal in die Stadt reinfahren, weil... ja, wir wollen auch noch ein paar Impressionen im Dunkeln. Wir haben schon wieder viel zu lange gelabert, aber wir holen jetzt noch ein paar Impressionen im Dunkeln. Hätten wir das auch abgefrühstückt und jetzt kommt auch schon wieder unsere Bahn und wir fahren Richtung Heimat. Yay. Zurück. Zurück. Zu Hause. Es ist saukalt. Ja, wir sind echt durchgefroren. Der Wind pfeift hier über die Brücken. Meine Öhrchen sind ganz kalt. Und also manchmal, wenn man hier so durch die Straßen läuft, man könnte meinen, man ist irgendwie so im tiefsten New York, weil ständig hört man die Sirenen. Ist total verrückt. Ja, die da so klingen. Achtung, so. Mega, also echte... echte USA-Polizeisirene, würde ich sagen. Wobei Holger jetzt wahrscheinlich reinschreiben wird, dass die echte
wahrscheinlich anders klingt. US-Polizeisirene ganz anders klingt. Und es ist auch manchmal gar keine Polizei, sondern es ist meistens ein Krankenwagen. Die hören sich aber irgendwie alle gleich an, die Polizei und die Krankenwagen. Ne? Und die fahren also alle naslang. Naja, wir müssen jetzt ins Zimmer. Ihr seht hier ein ganz, ganz müdes Hascherl. Ja, ich bin sehr müde. Ich möchte auch nicht mehr aufstehen. Nicht? Nein. Ich stehe nochmal auf. Ich weiß. Gestern bin ich auch eingeschlafen, als er irgendwie oben war, den Vlog hochladen. In der Zeit bin ich eingepennt hier auf dem Zimmer. Wir haben nämlich kein WLAN auf dem Zimmer, sondern nur oben an der Rezeption quasi. Ja. Also muss ich mich da immer noch mal so ein bisschen hinsetzen. Aber es geht relativ schnell, also die haben gutes Internet. So vergleichsweise. Aber, naja, dann komme ich zurück und dann ist hier schon Totenstille. Das Beste ist, er hat mir 3 WhatsApp geschrieben in der Zeit, dass es nicht mehr lange dauert. Ich habe erst heute Morgen gesehen, dass er mir überhaupt geschrieben hat. Naja. Gut, ich würde sagen, das soll es gewesen sein für heute. Ja. Morgen noch frühstücken und ich weiß nicht, ob wir es wirklich noch schaffen, nochmal irgendwas zu machen. Ich glaube es eher nicht. Morgen ist Abreisetag. Ja, morgen reisen wir ab. Wieder ein bisschen fliegen. Oh, naja. Aber erst morgen. Und heute ist heute. Und heute war heute. Oh, es war ein sehr schöner Tag. Am Ende raus ein bisschen kalt, aber damit kann man leben. So ist es. Na gut, dann gute Nacht, Angie. Gute Nacht, Till. Ciao.